Testspiel in Zell am Zeller. Robin Dutz, der Trainer des SV Werder Bremen, im Duell mit Alexander Schmidt, dem Coach von 1860 München. Erste Liga gegen zweite Liga. Wir springen gleich rein in eine ereignisreiche zweite Halbzeit. Die Münchner Löwen in Blau und Weiß. Das ist Rob Frenz, der Kanadier. Guter Schuss, Außenpfosten in der 57. Minute. Bis dahin die größte Chance in dieser Partie. Münchner Löwen konnten durchaus vor allem in der zweiten Halbzeit mithalten. Dann aber der SV Werder Bremen und eine Schlüsselszene in diesem Spiel. Das Foulspiel von Valori an Junuzovic. Valori ja der neue Kapitän der Münchner Löwen. Spät geht er ran. Junuzovic bedankt sich, nimmt das natürlich in Kauf, dass er den Elfmeter bekommt, freut sich drüber. Und Aaron Hunt tritt an und erzielt souverän in der 73. Minute das 1:0 für den SV Werder Bremen. Der Bundesligist also vorne. Die Münchner in der 84. mit der Antwort. Das ist Wannenwetsch, ein 21-Jähriger. Den müssen wir uns notieren als Standardspezialist. Auch er war spät eingetauscht worden. Minit sieht nicht so gut aus, der Bremer Keeper, bei dieser Entfernung, bei diesem Weitschuss. Freistoß. Und die Münchner haben noch die Gelegenheit, mehr zu machen. Das ist Wood. Der Keeper und der Posten retten den SV Werder Bremen. Eine große Gelegenheit am Ende dieser Partie. Auch Rob Frenz ist noch mal da. Also Doppelchance für die Münchner Löwen. Wood und Frenz. Hier der Posten, der rettet. Das war's aus Zell am Ziller.